Morgen. Dann sitzen wir schon. Oh, kurz vor 7. Muss leider los. Kinder zur Schule bringen. Ist ja auch wieder wie früher. Ja. Mir ist es auch schwer gefallen, aber ich bin so spät eingepennt. Warum? Ich konnte nicht gut schlafen. Was hast du denn so lange gemacht? Na, wach gelegen. Schlafen wollen. Aber wach legen. Wach legen. Ich brauche mal Urlaub. So richtig mal eine Woche lang oder 2 Wochen, am besten vielleicht sogar 3 Wochen. Das wird ja. Hohoho. So gar nichts. Keine Verpflichtungen haben auch so 3 Wochen lang. Schon Jahre nicht mehr gehört. Hey, auch nicht halt. Aber wirklich so auch nicht so an irgendwas. Ach Mensch, bei einer Woche, da ist ja immer noch so. Nächste Woche musst du das wieder und das wieder. Einmal weg. Gestern war ich auch zwischendurch so müde gewesen. Ich habe mich ein bisschen hingelegt und geschlafen. Da habe ich mich ganz kurz zu Skadi gesetzt und Skadi hat die ganze Zeit mich gehauen und getreten und geredet hat. Und du denkst immer, ich habe Urlaub, für mich ist das Ja, richtig. wie ich denke, du hast Urlaub. Du hast Urlaub. Ja, aber ich habe richtig Stress. Oh, Echt? ei. Ja. Eiter Daus. So, und schwimmen gehen, ja. Juhu. Wir haben Badesachen vergessen. Ja. Es gab Streit. Die eine reißt die andere die Haare aus, drückt sie unter Wasser. Ist eh Die nicht eine will schlimm. das Schwimmbecken, die andere will das Schwimmbecken, dann wollen sie wieder in das Schwimmbecken, dann will aber die andere das Schwimmbecken. Mann, habt ihr die ey. Ihr habt Probleme. Ja. Luxusprobleme. Geht man auch einfach an den Strand, wa? Da hat man nur ein Schwimmbecken. Da ist es egal, wenn man die Badesachen vergessen hat. Dann ist gut. Und kostet nichts. Jetzt warten wir auf Dennis, sein Papa. Der guckt sich den Computer an, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich Wenn der auch. nur einen Knopf drückt und dann funktioniert es wieder, dann flippe ich aus. Wenn der den Computer anmacht und der läuft, dann flippe ich aus. Was machst du da? Ich flipp aus. Ich kann den Computer haben, geschenkt. Malis, darf ich noch einen Kaffee haben? Schnell laden, ey, zu spät. Schrei mich mal nicht von hinten an, du. Hä? Was hast du? Alex, das ist ein guter. Da gestern, mit 8 haben wir gestern wieder gebaut. Wir haben Schütten, da wisst ihr, von Nummer 18 war. Was habt ihr gebaut? Oben wieder so ein Ding, von Nummer 18. Wisst ihr, wo die Wohntabelle steht? Oben die Ja, Wohntabelle. der baut das schon wieder, oder? Ah, ja, schon wieder. Der hat jetzt den grünen Daumen, oder was? Der rennt als Wummgießen. Der hat Angst, ne? Der muss einziehen. Hat er vor denen Angst. Ich sage, wir können auch da Wieso vorne. denn bitte? Das Wir hat doch können mit auch dem da vorne. Hauseigentümer nichts zu tun. Was? Das hat doch mit dem Hauseigentümer nichts zu tun. Nein, wir können da vorne die Tür machen, was ihr wollt, oder? Na klar. Ruft da, ich dachte, was ist denn? Ja, sagt er, gibt ja. Ja. Machen wir mal Tag sagen, komm. Gehen wir mal zu Alex. Was ist denn hier los schon wieder? Ach ja, hallo, 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 hallo. Baumscheibe 2. Baumscheibe 2.0. Ja, 2.0. Was wird denn hier neu gepflanzt? Das hat den freigestellt. Das ist zwar, oder? Findest du? Das Fahrrad hat der erst dann weggenommen da. Also stand ohne Fahrrad an Bord, das hat der weggenommen. Ja, ich war dann nicht sauer, weil ich ihn dekoriert habe. Mit den abgeschnittenen Äpfeln. Sag mal, Thomas, sag mal, das ist doch eine Linde hier, oder? Was wird das oder? Ist es sinnvoll, dass man die als Bonsai hier mitzieht?
Wenn du als Bonsai musst, musst du dann auch Bonsai machen. Ja, klar, dann musst du sie hier schon wieder kappen. Ja klar, dann wenn da keiner... Überkreuzen darf sich das nie. Keiner, ja. Zack, hier. Damit das immer nur hier. Nach ja. unten darf auch nichts wachsen, alles muss nach oben. Ich würde das nur drin lassen. Als Bonsai. Da musst ja, aber dann musst du sie ja. vernünftig pflegen. Da muss, ja, sich ja. immer, muss sich immer jemand drum kümmern. Also, du musst dir dein Amt hier vererben. Also, mhm. Wenn nicht so schön, ich würde trotzdem hier da abschneiden und. Nee, kommt noch die Info. Ja. Ja, die Info kommt noch. Die Info reicht danach. Wie gesagt, du sagst, das ist ein Füllwort bei dir. Das ist deiner Liebling, einer deiner. Also, wie sagt ich, und ich sag ja nichts. Sagt er auch immer. Und ich sag ja nichts. Ich sag ja nichts. Ja, soll sein, ist auch Wolke. Und wie gesagt. Ist ja richtig. Ja. Die Wehenpaletten sind auch weg. Und die Wehenpaletten sind auch weg. Naja, sagen wir mal so, ich hab sie auch nicht mehr gesehen. Du hast halt die Hunde. Ich hab die auch nicht mehr gesehen. Die stehen bei dir vorm Keller jetzt. Jetzt die Platten, ja? Nee, ich hab sie, da drüben ist ein Holzlager. Ein Außenlager. Da kommt die Feuerwehr. Na, ihr würdet mal gucken hier. Auch schön. Ich muss mal kurz. Leihfahrräder? Ja. Ich hatte schon mal 50, jetzt habe ich noch 20. Und die anderen der Rest sind ist geklaut oder? Ja, die meisten sind geklaut. Zwei habe ich gekauft oder drei. Das ist total beschissen. Aber ich meine, du, die ganzen China-Vermieter hier, die machen ja auch alles kaputt. Deswegen habe ich keine mehr nachgekauft. Und komme jetzt auch mit den Rädern ganz gut hin. Zwei, drei Tage im Jahr, wo ich mal mehr Räder bräuchte, aber. Ja, ich sag mal, wenn nicht sein muss. Nö. Ist ja letztendlich bloß Kapitaltote. Hier, so sieht's aus. So, Recycling. Der Computer läuft wieder. Oh mein Gott, es ist echt alles nur Software-Probleme. Speicherkarte ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, es ist nur ein Softwareproblem. Sandbox auf Windows lief nicht richtig. Wenn Sandbox nicht richtig läuft, streikt die komplette Festplatte sozusagen. Also kommst du nicht mehr rein, dann stürzt das Ding ab jedes Mal und das war's. Das haben wir jetzt einfach nicht deinstalliert, sondern versteckt im Verborgenen operiert das jetzt sozusagen. Funktioniert aber. Das ist doch wichtig. Dafür schraubt der Tommy das auseinander. Ja, Recycling lebt vom Mitmachen. Ich meine, das ist Kunststoff. Plastik, total leicht. Das schwere Metall zu Metall. Fertig aus. Der ist nicht mehr verwertbar. Den habe ich jetzt gerade getauscht. Eine Dame, Formschaum. Ich mach mal los. Passiert ja nichts. Geil, die USB fängt an zu macken. Toll. Fantastisch. So was kann ich gebrauchen. Also. Die Krise mit diesen USB-Anschlüssen. Was soll ich da machen? Alle zwei Wochen eine neue Kamera kaufen oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bin total müde.
So, dann bauen wir mal noch einen Tackel auf. Oh, ich tu mal so, als hätten wir heute richtig was zu tun. Also Block habe ich oben an meinem Fahrrad dran gehabt. Blinker sind ja nicht mal so schlecht. So, jetzt räume ich zusammen. Auch heute wieder gibt es fast nichts Interessantes zu berichten, außer, jawohl, liebe Leute, der Computer läuft wieder. Also vorhin lief er, ich mache ihn jetzt nachher nochmal an und hoffe einfach, dass das Ding läuft jetzt. Puh, ich bin sehr gespannt, also wirklich. Okay. Darauf trinke ich jetzt nochmal. Ich hoffe, dass der läuft. Und dann mache ich heute vielleicht sogar noch einen Livestream. Schauen wir mal. Na gut, jetzt reicht das. Genau. Jetzt machen wir nämlich Feierabend und heute war wieder nicht spannend, außer dass der Computer funktioniert. Und ja, wir sehen uns am morgigen Tag oder Montag oder wann auch immer. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.